Wollten Sie schon immer Geld verdienen mit Dingen, die Sie bereits besitzen? Erfolgskonzept für Hotels, Pensionen, Gästezimmer und Privatanbieter von Wohnmöglichkeiten. Erfolg ist planbar. www.inselnester.de. Ohne Gäste keine Einnahmen. Viele Hotel- und Pensionsbetreiber, aber auch private Anbieter von Wohnmöglichkeiten kennen das Problem geringer Auslastung. Vor allem außerhalb der klassischen Reisezeit bleiben viele Unterkünfte leer. Das Portal inselnester.de bietet hervorragende Möglichkeiten, um Unterkünfte besser auszulasten. Anbieter können dort ihre Wohnmöglichkeiten einstellen und tage- oder auch stundenweise vermieten. Einzige Bedingung ist, dass es sich um ein Liebesnest, also um besonderes Ambiente mit romantischem Flair handelt, das auch schon mal ausgefallene Wünsche erfüllen kann. Ob Blockhütte, Wohnung, Zimmer oder Campingwagen, schon mit wenig Aufwand lässt sich aus nahezu jeder Location ein gemütliches Liebesnest zaubern. Harald Köpp ist Betreiber des Portals inselnester.de und vermietet selbst erfolgreich ein Liebesnest an Paare, die sich nach echter Zweisamkeit sehnen. Er weiß, worauf es den Gästen ankommt. Die Reisegäste von inselnester.de suchen in erster Linie Wohlfühlatmosphäre, romantische Unterkünfte, die halt durch eine gewisse Innenausstattung zur romantischen Zweisamkeit einladen. Der Bedarf an Liebesnestern bei Paaren ist groß. Ich meine, mir persönlich war in dem Liebesnest ganz wichtig, dass es nicht den Alltag darstellt. Wir haben hier so viele Möglichkeiten. Hier ist eine Sauna mit drin. Wir haben eine Erlebnisdusche, den Whirlpool. Das findet man im Alltag nicht so. Und damit wollen wir zwar uns einfach nach einer harten Woche was gönnen, wo wir uns hier entspannen können und uns einen schönen Tag machen können. Abseits des klassisch sterilen Hotelzimmers profitieren Liebesnestanbieter von dem hohen Nachfrage- und Umsatzpotenzial in einer echten Marktlücke. Es ist ja schon ein sehr wichtiges Portal aufgrund dessen, weil es, so viel ich weiß, einzigartig in Deutschland ist. Und wir als Anbieter oder zukünftiger Anbieter natürlich auch ein professionelles Portal benötigen, um den Kunden darauf hinzuweisen, dass es so etwas wie Liebesnester gibt. Ich habe auch in Google Suchbegriffe eingegeben und bin immer wieder auf Inselnester gestoßen. Also denke ich, dass es einfach die beste Möglichkeit ist, gefunden zu werden. Ja. Zumindest für uns. Weil wir sind ja keine einfache Ferienwohnung, sondern schon etwas Besonderes. Und deswegen wollen wir auch einen besonderen Stand im Internet haben. Das Thema Diskretion liegt dabei allen Anbietern sehr am Herzen. Prinzipiell ist allen Anbietern die Sensibilität des Themas bekannt und auch bewusst. Und von daher liegt es in aller Seiten Interesse, die Gäste mit Diskretion zu behandeln und mit äußerster Vorsicht. In der Regel erfolgen niemals Anschreiben in Form von Danksagungen oder sonst in irgendeiner Form, sondern die Leute können davon ausgehen, dass sie bei inselnester.de diskret behandelt werden. Inselnester.de bietet Liebesnester in 4 verschiedenen Kategorien an. Die Anbieter zahlen nur für den Eintrag eine vergleichsweise geringe Gebühr. Vermittlungsprovisionen fallen keine an. Inselnester.de ist ein reines Anzeigenportal, auf dem Anbieter die Wohnmöglichkeiten halt einstellen können. Wir legen großen Wert darauf, gezielt keine Vermittlungsprovision zu nehmen für Buchungen, sondern jeder Anbieter kann seine persönlichen Kontaktangaben selber einstellen. Und dadurch hat der Nutzer die Möglichkeit, den Anbieter sofort selber zu kontaktieren. Inselnester.de ist ein professionelles Portal, das die Kernzielgruppe der Kurzzeitreisenden direkt anspricht. Es hilft, Liebesnester professionell zu vermarkten und generiert schnell zusätzliche Buchungen. Inselnester.de. Erfolg ist planbar.